Und damit willkommen zu einem neuen Part von Deliver Us the Moon. Ich glaube, heute wird es richtig spannend, denn wir sind auf der Mondstation ganz unten. Wir haben jetzt als neues, so ihr seht, unsere ACE-Einheit, die wir auch selber steuern können. Das sind wir hier. Und die können wir hier ein bisschen steuern, hier rumfliegen, was sehr, sehr cool ist. Und ja, wir sind gerade im Raumhangar, wo vielleicht so ein paar Fahrzeuge sind, weil eventuell können wir dann auf dem Mond herumfahren. Das ist zumindest unser Ziel, weil wir müssen die MPT-Säulen neu ausrichten. Und die sind außerhalb der Zentrale. Das heißt, wir müssen da irgendwie mit einem Fahrzeug hin. Und hier ist auch schon mal ein schönes Fahrzeug. Was haben wir? Warte, kann ich damit irgendwas machen? Ziehen. Achso, es ist ein Hebel. Was kann ich damit machen? Achso, so kann ich das... Ja, okay, so kann ich hier... das hier hoch machen, okay. Da haben wir schon mal ein Fahrzeug. Betrieb. Ich kann das richtig betrieben. Oh, was? Webesteuern, Bremsen, rückwärts fahren. Okay. Handbremse, Scheinwerfer. Okay, cool. Das ist cool. Das ist mehr als cool. Das ist mehr als cool. Und dann geht's da gleich raus. Ich will noch nicht komplett raus. Warte, wie kann ich wieder aussteigen mit F wieder? Also, ich will mich ja erstmal umsehen. Das ist erstmal das Erste, was ich machen möchte. Weil vielleicht hier und da nochmal ein paar Hinweise sind. Irgendwas anderes Cooles. Da haben, ist das ein Fahrstuhl? Das sieht nach einem Fahrstuhl aus. Oh. Oh, damit man hier die Dinger reparieren kann, falls da was kaputt ist. Okay, das ist cool. Das ist auch cool. Aber vielleicht auch ein paar Sprachaufzeichnungen, die man noch findet oder so. Daher will ich mich erstmal umsehen. Hier muss ich dann mit dem Fahrzeug dann rauf, damit das Tor wahrscheinlich aufgeht, würde ich schätzen. Ey, das ist nice. Ich freue mich gleich auf die Passage. Ich bin voller Vorfreude. Oh, ich glaube, ich platze gleich. Oh, nee, ey. Ja gut, okay, das ist jetzt hier... da ist jetzt nichts, aber wir können hier noch hochgehen. Ja, sorry, wenn ich mich hier so genau umsehe, aber ich möchte auf jeden Fall nichts auslassen. Das ist für mich klar. Ich will hier nichts auslassen. Und wenn hier noch irgendwie ein paar Informationen sind, dann nehme ich die gerne noch an uns. Kopernikus. Zack, zack, zack. Kann ich hier rein? Was ist denn das? Das sieht nach einem Zugteil aus. Ist das irgendwie eine Straßenbahn? U-Bahn-mäßig? Zugmäßig? Sieht fast danach aus. Warte, hier sind Sitze. Ich würde fast sagen, hier wird irgendwie ein U-Bahn-Tunnel oder so gebaut. Kann das sein? Warte, sind hier Schienen? Ja, so in der Art. Tatsächlich. Krass. Dann ging es da durch. Okay, hier geht es für mich nicht durch. Für die ACE-Einheit habe ich da auch nichts. Okay, wir haben noch die andere Seite, die ich noch kurz begutachten möchte. Und dann geht es mit dem Fahrzeug los. Boah, ich habe da so eine Vorfreude drauf. Das wird nice. So auf dem Mond herumzufahren. Ey, das hatte ich zuletzt in Space Engineers, was ich mal Let's Played habe. Vor vielen, vielen Jahren habe ich das Let's Played. Oh, hier kann ich durch. Ja, kann man von dort durch? Nee. ACE-Einheit, kannst du da was erreichen? Kommst du da durch? Nee, du kommst... Kommst du hier vielleicht durch? Nee, du kommst da nicht... Warte, warte, doch, vielleicht doch? Nee, nee, da ging's nicht... Da geht's nicht weiter, okay, okay. Aber, ja, in Space Engineers, das hat auch unter anderem auf dem Mond gespielt oder auf einem fremden Planeten, so wie man es eingestellt hat. Und das war dann... auch immer ein cooles Feeling, mit so einem Raumschiff oder mit so einem Fahrzeug da herumzufliegen. Das war schon nice damals, ist aber schon ein paar Jahre her, seitdem ich das zuletzt gezockt habe und auch damals Let's Played habe. Ich habe ab und zu dazu noch ein paar Update-Parts gegeben, aber es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Das Spiel habe ich noch. Ja, gut, steigen wir mal hier jetzt endgültig ein. Wir wollen jetzt los. Zack. Warte. Muss ich machen? Okay, einfach nur warten. Jetzt sind wir im nächsten Bereich. Das ist jetzt die Luftschleuse sozusagen. Würde ich mal schätzen. Jetzt geht's raus. Es geht raus. Ja, nice. So, die Tür ist zu. Luft wird abgelassen. Da sind wir. Das Tor öffnet sich. Und wir können raus hier! Kopernikus-Krater, 5 Jahre nach dem Blackout, 2059. Es ist ganz still. Es ist ganz still. Natürlich, weil hier keine Atmosphäre ist, kann sich kein Schall übertragen.
Das hat man selten in Videospielen, dass es auf dem Mond so still ist. Bisschen Musik hört man, bisschen für die Atmosphäre, aber sonst keine Sounds des Raums, des Buggys hier. Was doch sehr cool ist, weil wie gesagt, das haben selten Raumspiele und auch Filme machen es häufig verkehrt. Sei es Star Trek, Star Wars oder sonst was. Wenn man da Raumschiffe hat und die Kamera ist im Weltall, normalerweise sollte man nichts hören, aber man hört immer als Zuschauer etwas. Ein Film, der es richtig gemacht hat, war 2001. Odyssee im Weltraum. Mega guter Film. Ein Film, der schon richtig doll alt ist. Nicht 2001, sondern das war eines der ersten großen Science-Fiction-Filme überhaupt. Und ja, der war cool. Außenposten nach vorne und Communications nach unten. Nach links meine ich. Okay, cool. Es ist cool. Außenpost. Wo müssen wir eigentlich hin? Einfach außerhalb. Es steht nicht da, wo genau wir hin müssen. Aber wir fahren einfach mal da hinten hin. Es ist so cool. Boah, ey, das finde ich nice. Außer Reichweite. Oh, okay, in die Richtung geht's nicht. Wir sind fast außer Reichweite. Dann wieder kurz zurück. Warte, ist das unser Ziel da, was dort so markiert ist? Das kann natürlich sein. Dann ab in diese Richtung. Boah, das ist cool. Oh, yes. Und jetzt hier. Sprungschanze. Ja. Natürlich, die Gravitation ist auch geringer als auf der Erde. Dadurch fliegt man mit dem Mondbuggy auch ein bisschen weiter als auf der Erde. Ja, und wir müssen ja zwei Dinge ausrichten. Wir haben ja da eben gesehen, eins von zwei. Das heißt, wahrscheinlich sind das beides die Sender, die wir ausrichten müssen. Ja, sieht schon fast danach aus. Das ist so cool. Sehen wir auch irgendwo die Erde? Nee, und weiter nach oben kann ich die Kamera nicht bewegen. Da ist die Sonne. Da kann natürlich sein, dass wir jetzt auf der falschen Seite sind. Dass die Erde gerade nicht sichtbar für uns ist. Obwohl, wiederum muss man dazu bedenken, eigentlich müsste die Erde über uns sein. Weil, wir haben ja schon von der Raumstation, wo wir oben waren, die Erde ausgesehen. Und diese Mondhälfte, auf der wir sind, die zeigt immer zur Erde. Die andere Seite des Mondes sieht man nie. Da gab es schon viele Verschwörungstheorien, dass da vielleicht Aliens leben sollen oder irgendwas Geheimes auf der anderen Seite des Mondes. Da gibt es auch, glaube ich, Filme und Bücher dazu. Man sieht immer nur dieselbe Hälfte des Mondes. Immer. Aber inzwischen gibt es auch Aufnahmen von der anderen Seite, wo Satelliten und so durchgefahren sind. Jetzt kann ich hier aussteigen. Ja. Ja, kein Sauerstoff. Ist mir bewusst. Daher muss ich schnell hier reinlaufen. Ah, man sieht jetzt am Raumanzug, wie viel Luft ich habe. Das ist cool. Und jetzt ist wieder der Sound da, dadurch, dass jetzt wieder Luft ist. Und Luft kann Schall übertragen. Vakuum kann keinen Schall übertragen, wie gesagt. Boah, wie viele Knöpfe hier. Oh, das ist cool. Das ist cool. Da muss ich mit der ACE-Einheit. Hier sind normalerweise Raumanzüge drin. Normalerweise. Aber hier ist Wasser? Ist das Wasser? Oder ist das jetzt doch nicht für Raumanzüge? Ich weiß es nicht. Wir wollen jetzt mal weiter. ACE-Einheit. Wir brauchen dich mal kurz hier. Zack. Wunderbar. Dann sind wir jetzt Wartung. Achso, wir müssen jetzt hier hochklettern. Alles klar. Boah, das ist jetzt bisher meine Lieblingsmission. Ich fand die ganzen Missionen auf der Raumstation auch mega cool, dadurch, dass wir schwerelos waren die ganze Zeit. Aber das ist gerade auch sehr, sehr cool. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder raus. Wir haben 3 Minuten Zeit. 3 Minuten Luft. Und notfalls, wenn ich ein bisschen mehr Zeit brauche, muss ich halt wieder zur Luft zurückgehen. Boah, so. Oh, das ist cool. Das ist cool. Das ist genau mein Spiel. Oh, ich ärgere mich so sehr, dass ich das jahrelang auf der Steam-Bibliothek hatte und nicht angefasst habe. Weil ich habe einfach gar nicht mehr dran gedacht, dass das Spiel noch für mich existiert. Oh, da kann ich Luft mir holen. Wollte es anfangs immer mal wieder zocken, dann hatte ich das aus den Augen verloren. Tatsächlich. Aber so ist es halt. So ist es halt. So, zack, jetzt hier hoch. Wow, das Ding ist ja riesig. Das ist ja riesig. Okay, weiter geht es.
weitergeht. Ich frage mich, soll ich lieber einen Sauerstofftank, der hier jetzt ist, man hat den eben gerade kurz gesehen, den lasse ich mal für den Rückweg. Ich weiß nicht, wie lange wir, also wie gut wir zurückkommen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir von hier oben aus runterspringen können. Kann möglich sein, dass das funktioniert. Aber kann aber auch, weil weniger Gravitation heißt, man kann von höher aus eigentlich springen. Da ist eine AC-Einheit. So, interagieren können. Ach so. Ah, wir sind im Stuhl drin. Verbinden. Ich drücke F zum Verbinden. Passiert nichts. Ich drücke doch F. Ja. Ach so, ich muss mit WASD arbeiten. Und ich muss die halt ausrichten. Wohin muss ich die ausrichten? Zur Antenne hier? Ja, ja, ja. Jetzt kann ich verbinden. Oh, ho, ho, ho. Der erste Strahl ist wieder da. Nice. Das war wahrscheinlich da auch gerade meine AC-Einheit. Oh, ich bin wieder unten. Ach, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. Okay, dann wieder zurück ins Fahrzeug. Und nun zum anderen. Da hinten müssen wir hin. Schön, 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 schön. Wir haben heute bisher kaum wieder was Neues erfahren. Dafür missionsmäßig einiges schon gemacht. Und wir haben ja auch noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Aber bisher ist... ich finde das so cool. Vor allen Dingen, das hat es ja. Das hat ja auch was, dass man keine Geräusche... Das hat irgendwie was. Oh, diese Mondkrater. Diese Mondkrater, so schön. So schön. Kann es nicht schon 2050 sein, wo vielleicht wirklich das Realität schon ist, dass man, dass Kolonien auf dem Mond existieren? Bis 2050 hat man vielleicht schon den Mars bereist, was natürlich auch sehr spannend ist. Ah ja, also was. Man muss auch bedenken, wie lange schon kein Mensch mehr auf dem Mond war. Anfang der 70er Jahre war, glaube ich, der letzte. So 1970 rum, glaube ich. Seitdem war keiner mehr auf dem Mond. Meine ich zumindest. Oder war hier mit Neil Armstrong, waren es die Einzigen. Nee, ich glaube, es gab nochmal danach welche. Aber dann war vorbei. Da ist es umso spannender. Hier jetzt so, was in der Zukunft so alles möglich ist. Eieiei. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich nochmal machen. Kriegen wir aber hin. So, jetzt sind wir erstmal hier drinne. Hier ist gar nichts drin. Das sah vorher anders aus da drüben. Sonst irgendwelche anderen Informationen haben wir hier leider nicht. Ja gut, gehen wir mal hier lang. Gehen wir hier hoch. Die Tür ist diesmal gleich offen. Na gut, soll mir recht sein. Hier gibt es auch nichts weiter. Okay, dann raus hier. 3 Minuten wieder Zeit. Dieses Mal weiß ich, ich kann alle Sauerstofftanks ruhig nutzen. Die kann ich alle ruhig ins Gewissen nutzen. Ist da noch irgendwie was? Nein. Gehen wir weiter. Oder gibt es jetzt hier keine Sauerstofftanks? Das sieht irgendwie anders aus, oder? Nee, erst auf dieser Ebene gab es einen Sauerstofftank, oder? Weil ja dann auch eine Leiter da war. Na komm, na komm. Dass man diese Wege immer so kompliziert machen muss. Genau, hier ist die Leiter. Aber nee, Sauerstofftank gibt es dieses Mal nicht. Tatsächlich nicht. Ja gut. Also ich will klettern. Ich will klettern. Hallo, ich drücke doch jetzt. Aber wir schaffen es auch in der vorgegebenen... Was ist denn hier los? Ach du Heilige. Okay, krass. Ich fühle mich gerade wie in einem Jump'n'Run-Spiel. Irgendein Mario Jump'n'Run, Donkey Kong oder irgendwie so. Aber okay, krass. So, gibt es jetzt hier wenigstens... Nee, Sauerstoff sehe ich hier nicht. Toll, jetzt bin ich kurz hier gefangen. So, hochklettern. Wir sollten gleich oben sein. Dann sind wir ja jetzt erstmal zum Einfacheren hingegangen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung.
So. Gibt's da jetzt wenigstens kurz einen Sauerstofftank? Natürlich nicht. Okay, dann rein hier. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Also von daher. So. Und let's go. Jetzt ist die Frage, wo ist denn die... Warte, die ist doch... Ist die links, die Raumstation? Kann sein, dass die links ist. Wir haben über eine Minute Zeit, also von daher... Ja, genau, die ist hier. Die ist hier. Dann zack. Ah, bisschen zu weit. So, wunderbar. Haben wir ausgerichtet. Ja, ich glaube, das war's noch nicht mit dem MPT-Netzwerk. Ist bestimmt noch nicht online. Wir haben auch schon von Claire schon lange nichts mehr gehört. Oder ist das jetzt online? Funktioniert es wieder? Wir machen die MPT-Diagnose. Let's go. Ich habe meine Maus, sehe ich noch nicht. Achso, ich muss erstmal, ich muss wieder erstmal zurück. Okay. Erst dann kann ich eine Diagnose machen. Aber... Gerade von ihr gesprochen. Gab es Aktivität im MPT-Netzwerk, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Anscheinend eine lokale Energieübertragung, die nicht mit der Quelle an der Tombow-Anlage verbunden ist. Dort muss es wohl Reaktorprobleme geben. Tombow ist weiter entfernt. Zu Fuß kennen sie da nicht lebend an. Vielleicht finden sie in der Mondzentrale andere Transportmittel. Ich hoffe, sie hören das. Ich hoffe. Ja, ich hör's. Andere Transportmittel. Wir haben ja hier diesen Mondbuggy. Aber warte mal. Andere Transportmittel. Jetzt erkenne ich das erst. Wir hatten ja diese U-Bahn-Zugsystem da gesehen. Und das sind hier die Schienen dafür. Krass. Aha. Ich dachte zuerst, das ist eine Art Begrenzung oder so. Eine Begrenzung des Gebiets. Aber nein, das sind die Schienen für die U-Bahn. Also Mond. Ich nenne sie Mondbahn. Mondbahn. Für die Mondbahn. So, jetzt erstmal hier wieder rein. Das hier geht zu. Man hört natürlich immer noch nichts, weil keine Luft. Was ist das? Das ist cool gemacht. Das ist so cool gemacht. So, und dann erstmal wieder zurück. Wir machen gleich noch die Diagnose. Erstmal kurz hier einparken. Wunderbar. Uiuiuiuiuiui. Und dann geht's erstmal zurück in unseren Hauptraum hier. Ja, du musst erstmal zugehen, damit das andere hier aufgeben kann. So, PC, PC. Ich brauche einen PC. PC, PC, PC. Da haben wir's. Da haben wir. Okay, MPT-Diagnose. Also, System ist halt noch offline. Energie ist vorhanden. Lokale Stromquelle. Ja, genau. Jetzt haben wir die Stromquelle. Für uns haben wir jetzt wieder genügend Energie. Das ist doch schön. Woran liegt's jetzt, dass das immer noch offline ist? Transmitter und Emitter online. Verbindung trotzdem nicht hergestellt. Und es fehlt ein Signal von Tombow. Und die Bahn ist off. Okay. Ein Schienenbahnsystem, Einbahnstation offline. Ein Schienenbahn. Die Mondbahn zu Tombow-Reaktoranlage offline. MPT-Netzwerk offline. Kein MPT-Signal von Tombow-Reaktoranlage erhalten. Also wir müssen davon noch ein Signal erhalten. Erst dann können wir es frühestens dann online setzen. So, Energiesysteme. Oh. Aber die ganze Anlage hat jetzt wieder genügend Strom, so an sich. Ui. Ui, es aktiviert sich wieder alles. Nach 5 Jahren. Und auch das ein... Ah, okay. Auch die sind jetzt wieder aktiv. Wir haben schon einige Hologramme gesehen. Da gibt es zum Beispiel ein Hologramm. Will ich mir anschauen. Was ist hier passiert? Heute stehen wir an einem. Das war zu der Sekunde des Blackouts. Die katastrophalen Ereignisse in der Tombow-Anlage haben uns die Augen für eine unbequeme Wahrheit geöffnet. Wir haben Freunde verloren. Kollegen. Kolonisten, die ihr Leben für eine hoffnungslose Sache gaben, für einen sterbenden und unrettbaren Planeten.
Wir nannten ihn Heimat. Unseren blauen Planeten. Aber die heutige Erde ist nicht mehr als ein Schatten ihrer selbst. Der MPT kettet uns an einen Felsbrocken. Aber nicht länger. Sie alle hier sind Überlebenskünstler. Sie sind hier, weil sie die Stärksten sind. Die Klügsten. Die Besten. Das gefällt mir nicht. Zusammen wagen wir den Sprung und riskieren alles für eine neue Ära der Entdeckung. Wie unsere Ahnen, als sie sich aufmachten, um neue Welten zu erkunden. Neues Leben, neue Zivilisation. Ah, warte, das war was anderes. An einen sterbenden Ort zu fesseln oder den Blick nach außen richten. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Entscheiden Sie sich. Und zwar jetzt. Der Menschheit dämmert ein neuer Morgen. Und er dämmert heute. Eieieiei, so Datenbank. In einer Rede vor den Mondkolonisten zollt William MacArthur den Opfern einer jüngsten, nicht gemeldeten Katastrophe in der Tombow-Anlage seinen Respekt. Er denunziert die unrealistischen Erwartungen der WSA und bietet einen alternativen Weg in eine erfolgreiche Zukunft für die Menschheit. Outward. Aufgezeichnet am 23. September 2054. Zeitpunkt des Blackouts. In dieser Sekunde ist der Blackout geschehen. Und Outworld scheint irgendwie eine neue Kolonie zu sein. Vielleicht auch ein neues Generationenraumschiff. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn ja, ist das schon abgehoben nach 5 Jahren. Gut möglich. Eieieiei. Okay, das war sehr einleuchtend und sehr interessant. Gibt es noch mehrere Dinge, die wir uns jetzt anschauen können? Da. Warte, F drücken können wir. Ach, was ist denn das jetzt hier? Warum können wir hier F drücken? Okay, es ist einfach nur irgendein Gespräch hier. Hier auch. Ist halt jetzt die Frage, ob in den anderen Räumen hier noch irgendwie was zu sehen gibt. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und gucke mal nach. Tatsächlich. Also ich bin jetzt hier hinten ist der Mondhangar. Hier rechts bei den Crewquartieren war nichts. Und hier geht eine Treppe hoch. Hier geht eine Treppe hoch und hier ist tatsächlich auch noch was zum Anschauen. Gucken wir uns auch noch an. Warten Sie. Sehen Sie die Leute da unten? Sie sind der Anfang eines neuen Kapitels. Wir zusammen sind die Zukunft der Menschheit. 13 Minuten nach dem Blackout. Wir retten die Spezies für einen Neubeginn. Wenn die Menschheit nur so überleben kann, übernehme ich gern dafür die Verantwortung. Da sind Sie ja, Johansson. Ohne Ihre Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Isaac? Das war nicht abgemacht, das weißt du. Wir müssen den MPT wieder anfalten. Sei realistisch, Rosa. Selbst wenn wir die Erde mit so viel Energie versorgen, wie sie braucht, was bringt uns das? Sollen wir den Wüsten und Meeren zusehen, wie sie uns überrollen? William, ich habe alles getan. Verschwinden wir. Ich bin damit durch. Was ist mit deiner Tochter Claire? Outward beginnt. Was ist mit Claire, Isaac? William MacArthur und Dr. Rosa Laverde diskutieren über die moralischen Implikationen ihres Handels. Als Isaac Johansson ihnen widerstrebig Gesellschaft leistet, versucht sie, ihn zu überzeugen. Ihr Versuch geht nach hinten los, als Isaac die Sinnlosigkeit der Aufrechterhaltung des Energieflusses von MPT zur Erde demonstriert. Triumphierend führt MacArthur sie weiter. Aufgezeichnet 13 Minuten nach dem Blackout. Krass, wir haben hier noch 2 Dinge, die wir noch nicht hier entdeckt haben. Mal gucken, was das noch für 2 Dinge sind. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier überhaupt hier jemand schon mal hier oben war. Auf diesem oberen Deck. Da bauen wir für... Muss die MPT... Ja, nee, hier oben waren wir noch gar nicht. Hier oben waren wir noch gar nicht. Aber ich finde diese ganzen Informationen halt auch so mega interessant, um zu wissen, was ist hier wirklich passiert. Kann ich da gar nicht durch? Die Tür scheint zu sein. Und für meine ACE-Einheit gibt es hier leider nichts. Da ist so eine Kamera. Ah, hier sind überall Kameras. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Isaac Johansson. Aber doch, hier waren wir schon. Hier ist das Zimmer von Kathy.
Da drinnen waren wir auf jeden Fall. Ich guck mich noch weiter um, ob hier noch irgendwo irgendwelche Informationen sind. Also hier in diesem Raum von Rosa Laverde war ja hier dieses Gespräch, von wem, wo sie halt entführt wurde. Das war 4 Minuten nach dem Blackout, um die Reihenfolge mal für uns klarzustellen. Wir hatten in diesem Part einerseits die Rede, das war zum Zeitpunkt des Blackouts, und das hat Rosa Laverde hier gesehen. Darauf hat sie sich hier dann bezogen, und dann kam dieses Streitgespräch, wo sie dann mit entführt wurde, so gesehen. Und dann gab es 13 Minuten nach dem Blackout das andere Gespräch, was wir gerade eben noch gesehen haben. Nur mal so zur Einordnung, was ich halt auch ganz, ja, einerseits wichtig finde, dass man das dann vielleicht auch schon noch versteht, und andererseits, was halt auch mega interessant ist. So, ich gucke mich noch ein bisschen weiter um, ob ich noch irgendwie was finde. Mal gucken. Mal gucken. Und übrigens, das hier ist ja nicht der Fahrzeughangar, das ist hier die Kantine. Ich hatte vorhin fälschlicherweise Fahrzeughangar gesagt. Warte, das hier kann ich bestimmt scannen, oder? Ja, das kann ich scannen. Ah, warte. Falsche Taste. Gucken wir uns das hier mal an. Hügens Gedenkstein. Im Jahr 2048, 6 Jahre vor dem Blackout, versagte die experimentelle Kyroschlafgenerator in der Hügens Forschungsanlage. Nur 3 Menschen überlebten. Maria Gonzalez, Dr. Rosa Laverde. Sie hat auch überlebt. Interessant. Und Edgar Davis. Von Edgar Davis haben wir bisher noch gar nichts gehört. Für ihre Tapferkeit im Angesicht einer Katastrophe erhielten sie jeweils eine symbolische Münze, von der eine zu fehlen scheint. Okay, interessant. Sehr interessant. Generell war ich, glaube, in diesem Abteil hier noch gar nicht, meine ich. Aber es sieht nicht so aus, als würde es hier irgendwie was Interessantes geben. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt überall umgesehen. Ja, habe ich. Und ich habe jetzt nichts weiter gefunden. Der Part ist jetzt hier vorbei. Im nächsten Part geht es dann weiter. Und mal gucken, ob wir, die andere Anlage erreichen, Tombow, und ob wir das da hinkriegen und ob wir dann endlich das MPT-Netzwerk online kriegen. Ich weiß es nicht. Sehen wir mal. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.